müssen einfach Ebbe und Flut haben. Wobei ich sagen muss, ich kenne viele Kite aus NRW. Die kiten richtig gut, weil die unter der Woche Wakeboarden gehen und nur am Wochenende nach Holland zum Kiten gehen können und dann richtig gut am Freestyle sind, weil die jetzt alles vom Cable können halt, weißt du? Ja. Und wir sitzen hier und haben keinen Bock. Ja. Aber ziehst dir mal rein, was die für ein Style hat, ey. Porno, Mann. Und ich finde ja, wenn Fahrerinnen, ne? Mhm. Wenn man die sieht, dann haben sie auch immer richtig drauf. Dann machen die auch immer das komplette Programm. Freestyle, alles, ne? Wie kommt das eigentlich? Haben die professionelle Trainer oder was? Die haben einfach einen Freund, der kiten kann. Ja, und der sagt dann, der prügelt sich zum Erfolg. Ja. Das ist hier wie mit den Jackson Fives. Ja, jetzt mal ehrlich, würde mich das mal interessieren. Das Ding ist halt einfach, man muss mit Leuten abhängen, die geiler kiten als man selber. Ja, und da wird schon schwierig. Und dann wirst du halt mitgezogen. Wir haben uns Sören geangelt. Ja, bloß warum hängen die Sören mit uns ab? Wie spät ist das jetzt? 2:30? Komm, wir fahren da noch hin. Wakeboard? Ja. Wir müssen mal ein Wakeboard aus dem Auto holen. Aus dem Laden. Alter, die Aufschläge. Ich bin immer verletzt, wenn ich vom Wakeboard wiederkomme. Immer. Mir tut immer der Nacken so weh. Ich wurde halt angefangen. Ja, dann über einen Kicker oder was? Komm, lass los, wir müssen uns beeilen. Jetzt ist Stress. Ich muss jetzt erstmal Zähne putzen. Ach, scheiß drauf. Auf jeden Fall hat der es richtig drauf. Man muss aber überlegen, ich meine, der Typ kitet seit über 15 Jahren wahrscheinlich, weißt du? Ich meine, wenn man sich überlegt, wie die letzten 6 Jahre bei uns verlaufen sind, dann werden wir mit 70 vielleicht auch mal einen Front-Roll-Kite-Loop machen. Die Zeit, die Jahre, die man kitet, sondern es sind die Wasserstunden und da... Ja. Ja, da hast du schon nicht ganz unrecht, dass wir trotz diesjähriger guter Ausbeute einfach voll im Hintertreffen sind gegenüber anderen Nationen auch. Also die Leute, die gut kiten, sind meistens Kite-Trainer. Und das ist halt so, die geben irgendwie 3-4 Stunden am Tag Unterricht und danach lassen die den Neo an und gehen eine Stunde kiten. Weißt du, überleg doch mal, wie dann... Jeden Tag, ne? Ja, oder 5 Tage die Woche oder sowas, wenn Wind halt ist, wieder, weißt du, und dann gehen die Wakeboarden noch. Anknüpfen. Und überleg mal, wenn du einfach Freeletics 5 Tage die Woche machst, wie dein Körper aussieht oder Krafttraining. Und überleg mal, wie gut du kiten würdest, wenn du jeden Körper Tag... jetzt schon aussieht. Naja. Guck mal, meine Baustelle hat sich verändert. So, wird weitergebaut hier. Oh, schön. Ja, neue Baustelle. Jetzt bauen die den nächsten jetzt bauen die den nächsten Parkplatz. Bist du faul, ey. Oh, hier ist Licht angelassen. Kostet ja nichts. Ja, das lasse ich immer an, ey. Hast du das noch gar nicht gesehen, da bei den Trapezen, ne? Kannst du Licht mal, links mal eben Licht anmachen? Das ist jetzt, das sind jetzt die, die im Regal drin waren. Die habe ich jetzt hier hingehauen. Wir könnten hier noch ein paar Kisten nach oben packen und dann habe ich da noch ein bisschen Platz. Da haben wir quasi hier ein selbstgebautes Regal wieder. Und sieht doch gar nicht kacke aus, oder? Ne, kacke nicht. Ah, hier. Porno. Oh. Buddy-Tag! So, wohin fahren wir, Kapitän? Neuhaus an der Oste heißt das, glaube ich. Oste. Oste? Stimmt, sonst wäre es ein Doppel-S, ne? Neuhaus an der Oste. Heißt ja auch Ostsee und nicht Ostsee. Ja, du hast recht. Wenig arbeiten, viel kiten. Ja, du arbeitest wenig, genau. Ja. Ja, halbtags, ne? 12 Stunden. Halbtags, 12 Stunden. Nicht schlecht. Das müsste dann jetzt eine neue Serie von Do What You Can sein, ne? Wenn wir Wakeboarden gehen, oder? Ja, eigentlich schon. Ich habe so keinen Bock, mich anzustellen und mich direkt beim Start auf die Fresse zu packen, nach 1 Meter. Und das sehe ich kommen. Ach Quatsch.
Das ist so das, was mich abfuckt beim Wakeboarden. Das sind zwei Sachen. Das eine ist, vier Sachen, warum ich nicht Wakeboarden gehe eigentlich. Sachen. Ja, eigentlich zehn. Ne? Ich gehe eigentlich nie Wakeboarden. Sache Nummer eins ist, dieses Anstellen nervt mich wie Sau, wenn es voll ist. Ja. In NRW, als ich im Pott gewohnt habe, hattest du eine Anlage gehabt, da waren fünf Cables auf einem Gelände. Da bist du immer dahin gegangen, wo nichts los war und brauchst du sich fünf Minuten anstellen. Ja, also, Grund Nummer eins, warum ich Wakeboarden kacke finde, du musst jedes Mal bezahlen und das kostet immer schnell irgendwie ein 20 oder sowas. Grund Nummer zwei ist, das Anstellen fuckt mich voll ab. Wie gesagt, in NRW hast du mehrere Cable gehabt, wo du dich kaum anstellen musstest. Dann packst du dich irgendwo auf die Fresse, dann musst du wieder laufen. Beim Kiten startest du und fährst sofort weiter. Ja. Du wirst ja sofort beim Sturz, wirst du sofort bestraft, indem du dich anstellen musst. Ja. Aber also es gibt Lernen durch Bestrafung ist das halt. Du hast halt keinen Belohnungseffekt. Du versuchst was Neues und wirst instant bestraft dadurch, dass du nicht nur stürzt und dir eventuell wehtust, wie es beim Kiten ja auch der Fall ist. So. Also die Überwindung ist einfach doppelt so hoch, weil du genau weißt, dass du wieder latschen musst und das nervt und wieder anstehen. Und ganz an einem Kreis fahren ist auch einfach nur scheiße. So, und warum gehen wir jetzt Wakeboarden überhaupt? Weil wir gerade eben ein Video gesehen haben und wir überlegt haben, dass wir uns verbessern müssen beim Kiten und weil kein Wind ist, haben wir gesagt, wir gehen Wakeboarden, damit wir ein bisschen was mit dem Brett machen. Was auch gar nicht doof ist, aber wie gesagt, es kann ja auch Spaß machen und sowas, aber... Es macht auch Spaß. Und es geht halt extrem auf die Arme, ne? Ja, ist auch noch da ist ein gutes Training. Also ich muss sagen, die Wakeboarder, die ich kenne, die haben immer eine richtig gute, bullige Figur. Also kräftig obenrum, also einen guten Oberkörper. Life, we have some.